Hallo und recht herzlich willkommen in Osiris New Dawn auf dem Wüstenplaneten. Und mit dabei sind einmal der Werner. Hallo. Und der Rammler alias Uklidak. Genau, hallo. Und in weiter Ferne ist noch der Rainer unterwegs. Hallo. Der Special Guest. Der Special Guest. Special Guest. So, und wir haben uns in diesem neuen Weltraum-Survival-Spiel zusammengefunden und wollen euch das ein bisschen zeigen. Genau, und jetzt pack deinen Dome aus, du. Genau. Dome. Erstmal muss Werner jetzt hier den Dome aufstellen. Volume. Welches Volume haben wir? Erstmal so. Eins. Echt, wir wollen hier die Dome-Party feiern. Das ist aber eine kleine Party, ne? Aber kein Schlager spielen, bitte. Komm, mach die Hardcore-Bude auf. Ich baue ja schon. Geht das denn schneller? Tada! So, da so. Hast du den Dome. Endlich, rein in die gute Hütte. Erstmal alles als Speicherpunkt sichern. Ey, na toll. Jetzt packt er in der Tür. Vielleicht warten wir hier. Genau, ich kann meine Drohne mal. Ich komm nicht raus. Ja, auf. Da. Kann man eigentlich dieses Stay and. Kann man diesen Bereich auch vergrößern? So, jetzt wird's mal Zeit. Fangen wir an, mal ein paar Kisten gleich hinzustellen, ne? Moment. Ja, pack die Kiste aus. Ja. Nö. Falsche. So, falsche. Ich speichere auch mal eben. Das ist meine Drohne. Ah, da ist Glubschi. So. Da ist Glubschi. Genau, und wir müssen jetzt erstmal so eine. Genau, was braucht man für die Kiste nochmal? Ich muss mal selber gucken. Das ist Sepp. Das ist meine. Braucht noch ein bisschen Alu. Nee. Folge mir. Ich brauche noch ein bisschen Alu. Aluminium und Eisen. Genau, wir müssen jetzt so eine kleine Baureihenfolge befolgen, das ist sozusagen so ein Tutorial. Ich habe schon mal wieder weggeklickt. Aber egal. Das ist ein Überlebenstutorial, aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so tragisch. Genau. Learning by doing. Richtig. Es ist eigentlich wie im jedem Survival-Spiel erstmal ein paar Ressourcen sammeln, bisschen die Grundsachen bauen. Und ich bin schon überladen. Das fängt ja gut an. Wieso bin ich denn jetzt schon überladen? Wo ist meine Drohne? Das ist nicht meine Drohne. Da ist meine Drohne. Wie konnte ich die... genau, so. Dann packen wir einfach mal ein bisschen Kram rein. Was wir noch nicht brauchen. So. Und jetzt unseren Dom können wir selbst nicht öffnen, ne? Nee, den kannst du wegschmeißen. Naja, öffnen könntest du ihn schon, aber du müsstest ihn, glaube ich, ein paar hundert Meter weit anders platzieren. Du müsstest ihn weit, weit weg von hier erstmal bauen. Ja. Okay, das wollen wir nicht. Finde ich allerdings irgendwie ein bisschen mies. Diskriminierend, oder? Ja. Das Spiel mobbt uns jetzt schon. Finde ich genauso. So. Ja, aber eine kleine. Ihr habt wohl recht, es wäre richtig schick, wenn man dann eigentlich so eine kleine Kolonie mit aufbauen könnte. Ja. Hätte jeder seinen eigenen Speicherpunkt. Aber wer weiß, was nach den Early Access alles kommt. Ja, stimmt. Genau. Aber es wird schon einen angezeigt, wie viele Ressourcen noch in den Steinen drin sind. Das ist schon nicht schick. So. So, schick. Dann schauen wir uns mal um. Make public to colony. So. Habt ihr schon Aluminium gefunden? Das ist hinten, ne? Wurm. 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 Ja! Der kommt für mich. Der kommt für dich. Der kommt extra für dich. Ja, doch nicht. Nee. Der kommt hier, bei uns. Der wollte mich besuchen kommen. Achso, jetzt habe ich geglaubt, der eine ist schon fressen. Ja, dann, ich sehe euch schon, Siehst du uns schon? Ja, links vom Wurm. Links vom Wurm warst du? Ja, da leuchtet was. Bist du das am Felsen oder was? Ja, warte, ich komme gerade den Felsen hoch. Da unten im Krater läuft sich Licht, ja. Na, oben. Ich bin auch im Krater. So. Dann, da bist du doch. Ah, ich glaube, da fliegt was, oder? Ja. Da bist du, Sepp.
Da, nee, da, da fliegt was in. Nee, das ist der Werner. Ah, das, ja, das bin ich, ja. Und das bist du. Ich komme. Ich bin jetzt rechts von euch. Ah, ja, ich glaube, das sehe ich was. Rechts von uns? Was. Bist du das? Ja, Rainer. Hallo. Oh, oh. Juhu. Weiß nicht, es muss mal jemand ausprobieren, ob der den auch ein. So. Ja, hat er schon. Ja, hat geklappt. Hat geklappt. Ja. Respawn to invite, oder? Wir Respawn. Sind vollzählig. Ja. Sehr schön. Hier gibt's Gold. Ja, da ist er, ja. Herzlich, herzlich willkommen. Jetzt ist er nicht mehr der Außenstehende. Der liebe Herr Rainer hat ja vorher eine kleine Verwechslung gemacht. Aber nur eine ganz kleine. Ja. Ganz kleine Fraktionsverwechslung. Herr Rammler. Ja. Wobei, was bringen denn eigentlich diese Fraktionen? Haben Sie Ihre Kiste nicht freigemacht? Was soll ich das freimachen, wenn nichts drin liegt? Ja, aber vielleicht können die anderen was rein. Packen. Jeder braucht erstmal eine Kiste und bis die voll ist, bin ich schon wieder zurück. Ich suche Titanium. Oder hast du Titanium? Dann komme ich sofort zurück. Nein. Du suchst schön dein Titanium. Achso, du willst keins, passt. Für alle sind Titanium, außer für den Werner. Ich nehme auch was. Und der Herr Rammler ist ein Arsch. Kann ich den Spawn Position auf das jetzt fixieren? Du musst in das Gebäude gehen. Bin ich schon. Und wenn du mal hast, speichern drinne. Hast du hab drin? Ich schon. Dann müsste es da hier drauf fixiert sein, oder? Nee, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nein, das passiert nicht. Wir müssten vielleicht ein Spawn-Beacon setzen. Also ein Beacon müsste man setzen. Also wenn ich sterbe, muss ich wieder hier ganz hinlaufen? Nein. Normalerweise, wenn du gestorben bist, bist du doch in der Nähe von da, wo du gestorben bist. Ja. Achso. So. Ah ja, wir brauchen ja Titanium für die Forge. Aber ich schick mal. Ach, Rainer, ich habe deine Drohne gefunden. Die hängt hier hinten fest. Okay. Die kommt den Berg nicht hoch. Schieben! Schieben! Schieb sie hoch. Das olle Kit brauche ich wirklich nicht mehr, ne? Den Dom-Kit? Weg. Ja, den Dome-Kit kannst du eigentlich wegschmeißen, den brauchst du nicht mehr. Wichtig ist, dass wir eigentlich ein bisschen Titanium irgendwo herkriegen. What? Schieß ihn in den Abgrund. Du spielst der Fußball, oder was? Ja. No, Drohne, wo bist du? Das ist meine. Okay, ich sehe momentan Nüsse. Ich wollte jetzt eigentlich gerade meine Drohne zum Arbeiten schicken, aber ja. Jetzt mit dem Arbeiten von der Drohne. Ist schlecht, wenn man nicht sieht, ne? Ja. Ja, ich verstehe das auch noch nicht so ganz. Also, wie das funktioniert. Die Drohne kannst du ja arbeiten schicken, wenn du eine Truhe hast, ne? Ja, das, genau. Dann. Da kannst du irgendwo in einen Radius festsetzen. In was für ein Radius sich die Drohne bewegen soll und wo sie halt arbeiten soll, ne? Und die baut dann da die Ressourcen ab. Genau, ja. Okay. Was ich jetzt herausgefunden habe, ich weiß, wie man den Radius vergrößern kann. Mausrad, glaube ich. Ja. Also nach vorne oder nach hinten drin? Ja, nach vorne oder nach hinten drin. Kannst du den Radius vergrößern oder verkleinern. Und die Drohne bringt auch wirklich Ressourcen, das klappt schon? Ja. Oh oh. Wir kriegen den Nachtbesuch. Oh, nö. Jetzt schon, ja. Nö. Ja. Doch. Mach mich nicht schwach, ich bin hier gerade. Ach, dann. Der Sandsturm soll aufhören, vernünftig. Und. Ja, der Sandsturm soll bitte aufhören, das nervt schon. Und es soll unbedingt wieder heller werden, weil hier in dieser Finsternis muss ich da so vorne bei irgendeinem Käfer oder sowas. Okay, hier ist ein bisschen Alu. Alu habe ich jetzt schon
Genüge gefunden. Das dürfte uns auch nicht ausgehen. Magnesium habe ich schon gesehen, Gold habe ich schon gesehen. Okay. Plutonium Carbon, auch schon, oder? Plutonium. Okay. Unser gelbes Gas ist nicht weit weg. Wo es gelbe Gas ist, ist das Carbon auch nicht weit. Ja, ich habe mal gleich welches aufgepickt, ein bisschen was für unterwegs. Aber ganz... Was ist denn ein großes Target zum Minen und was ist ein kleines? Wie meinst du das? Wie vergrößert man das? Nach vorne drehen oder nach hinten drehen? Probier's aus. Kannst du ausprobieren, da passiert sonst nichts. Ah, Titanium, sehr schön. Ah, ja. Du hast Titanium gefunden? Ja. Ist zwar jetzt noch aktuell ein Brocken, aber besser als gar nichts. Achtung, Nachtmonster kommen. Ja, okay. Ja, dann okay. Viel Spaß. Bin ich da. Oh ja. Ah, ich hab auch Titanium gefunden. Da hinten kommt gleich noch eins. Ein bisschen was suchen, zack, zack, von dem zack. Guten Zeug. Oh, der eine ist weggepackt hier. Ah, ich hab noch was von dem guten Zeug gefunden. Da sollten wir uns die Taschen ruhig mit vollpacken. Ist gut. Was brauchen wir denn jetzt hier dringend? Titanium auf jeden Fall, um später Munition herzustellen, wenn ich mich nicht täusche, ne? Und ja. Das vor allen Dingen für die Forge, ne? Ja, aber... Weil sonst gibt's keine Munition. Das kommt noch dazu. Brauchen wir denn Kupfer und sowas auch? Später, schätze ich mal. Ich habe hier nämlich was gefunden, wenn man über den Hügel weitergeht. Ja, ja. Dann also hier ist ein Haufen Kupfer. Dann nehme ich da was von mit. Strupp. Was brauchen wir eigentlich fürs Habitat alles? Oh, ein Crawler gibt's hier. Plutonium gibt's hier auch. Stahl, Glas, Alu und Kupfer. Ah, Kupfer braucht man fürs Habitat. Okay. Ah, was ist denn jetzt los hier? Ach. Was ist denn passiert? Ich werde angegriffen. Warte, ich helfe dir. Ah, es wird schon langsam heller, das ist schon mal von Vorteil. Wo sind sie? Oh. Und ich suche gerade Streit mit dem Krabbenmonster. Lass mich doch alle in Ruhe. Das könnte mein Ende sein. Arachnoid? Oh! Ja. Der Nachtbesuch kommt im Morgen. Deine Drohne ist fast kaputt. Nur so nebenbei. Ja, ich... Mein, ich bin auch fast kaputt. Habt's mir gehört? Ja, was? Der Nachtbesuch kommt noch. Ja, der ist schon bei mir. Da kommt aber noch einer, der ist gerade beim blauen Gas dort. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Ich hole jetzt gerade noch ein bisschen Plutonium. Meine Drohne ist noch heile. Haben wir ja hier schon irgendwas? Die ist zurückgegangen. Haben wir schon eine Forge? Nö, ich glaube nicht, oder? Wer ist das denn hier? Ich? Was ist passiert? Oh, es ist tot. Ich verpasse die ganze Action. Scheiße. Hab ich mich erschrocken. Scheiß weg. Da hinten ist noch mehr. Die gebrauche eingekippte. Nur 4 Stück, dann kann ich den Rest wegschmeißen. Das ist auch da, ne? Wo haben wir da einstecken gerade? Brauchen wir Kupfer? Ich brauche ja. Hilfe! Fürs Habitat nachher, ja. Wo bist du? Ich kann nicht mehr wechseln! Oh Mann! Du kannst nicht mehr wechseln. Achso, du bist vollgepackt. Ja! Deswegen. Genau, man kann auch überladen sein, ne? Ja, eben, weil du überladen bist, kannst du nichts aufheben. Also keine ja. Waffe nehmen oder so. Irgendwas. Ja, aber... Ich mein... Jetzt bin ich auch überladen. Oder fange an zu überladen. Ich komme wieder zurück. Ich komme auch zurück. Wie weit bist du denn weg, Uglidak? Ich bin in der Base.
Achso, dann ist ja halb so wild. Und da ist hinten, ist das das Uran, glaube ich, ne? Da gehe ich gleich mal mit. Ich komme jetzt zurück mit Materialien für die Forge. Und das ist ein nettes Monster bei uns. Okay. Definiere nett. Ein großes Monster. Ey, 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 ey. Mach dir meine Dom kaputt. Was soll das? Was soll die Scheiße? Kümmerst du dich schon um den? Ich komme schon. Das eine hier draußen ist tot. Glaube ich. Und, oh, meine Drohne ist ja... Ja, warte, wie kann man die nochmal reparieren? Da hat er schon wieder eine Forge gebaut. Multitool, ja? Ja, habe ich ja schon. Ach, wo verdammt. Bist du drin in der Hütte, oder? Ich gehe in die Hütte rein. Ja, geh in die Hütte rein, weil du hast keine Gesundheit mehr. Ja, habe ich gemerkt. Jetzt entlade ich mich mal eben. Oh, ja, okay. Jetzt muss ich meine Drohne mal eben holen. So. Alu, Titanium, so. So. Jo, Drohne. Nein, du klebst ausmisten. Ja. Warte. Ich tue auch gerade aus, also ausmisten weniger. Mal was hier reinschmeißen. Mm. Ich habe schon Schaufeln welche gebaut, noch nicht genug, aber ein paar. Ja, das ist schon gut. Das ist schon gut so. Für L-Glasung, ne? Wie kann man denn die Drohnen reparieren, wisst ihr das? Multitool wahrscheinlich. Nee, da will der nur Open Inventar, Customize oder. Customize? Ja, ich glaube, das kannst du nicht. So. Kann ich nicht? Ich glaube, das kann man nicht reparieren, den Dom. Nein, meine Drohne. Achso, deine Drohne? Keine Ahnung. Keine Ahnung, eigentlich. Ja, läuft. Brauchen wir Aluminium wieder, ne? Wenn du ein bisschen Aluminium brauchst, ich hab bei mir in der Kiste was. Was heißt ein bisschen? Ich glaub so über 50 Stück oder so, ich weiß jetzt nicht. Dann holen wir noch was. Ich hab hier schon Uran entdeckt. Warte mal, Sepp. Ja? Kommst du mit deiner Drohne mal zu mir? Warum? Wo? Zu wem? Deine Drohne muss ja repariert werden, oder? Ja. Ich kann vielleicht meine Drohne auf Reparieren setzen. Schicken, dass dich deine reparieren kann. Vielleicht funktioniert das. Ja, ich komme mal zum Dom wieder zurück. Okay. Und eine Forge haben wir jetzt schon gebaut? Forge ist schon gebaut. Ja. Okidoki. Wir jagen gerade Alu. Ja, toll. Ich habe meine Drohne verloren. Ist er schon ganz kaputt, oder was? Nee, sie backt irgendwo fest, glaube ich. Ja. Der blöde Sandsturm soll endlich aufhören, weil langsam nervt er. Jo. Oder es wird die auch langsamer, weil sie kaputt ist. Das könnte natürlich auch sein, ne? Der Sandsturm ist gerade wirklich echt... anstrengend. Ja. Andererseits auch ganz cool. Ja. So. So, was müssen wir denn herstellen? Ich muss mal gucken. Stahlplatten auf jeden Fall. Stahlplatten, Glasplatten. So. Ja, okay. Deine Drohne ist sehr beschädigt. Und mache ich sehr wahrscheinlich aus. Aluminium und Eisen, ne? Können wir sie vielleicht reparieren? Ich versuch's gerade, dass ich meine Drohne dazu bringe, seine Drohne zu reparieren. Ja, das wäre echt cool. Oh. Und nur kannst du deiner Drohne sagen, die soll stehen bleiben? Meiner? Ja. Weil die will dir die ganze Zeit jetzt folgen, ne? Ja, ich stell sie hier hin. Wir brauchen ja noch Magnesium. Ja. Oder ist das irgendwo drin?
Also in meiner Kiste ist jede Menge Titan und Aluminium drin. So, wird jetzt meine Drohne repariert? Warte kurz, ich... Ey. Du sollst hier stehen bleiben. Daher. So. So, sag mal her. Kontrollieren und reparieren. Oh, warte. So. Warte, ich bringe sie mal ein bisschen weiter nach hier vorne hin. Okay. Komm, Drohne. Put, put. Komm, ein Stückchen. Alle auf einmal, nicht alle auf einmal. So, oh, jetzt repariert sie. Ey. So. Na komm. So. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich hab's jetzt auf Patrouillieren und Reparieren. Mal schauen, ob das funktioniert. Sieht nicht so ganz danach aus. Nicht so wirklich. Vielleicht muss man dazu nachher das Fahrzeug hängen oder sowas haben, dass die Drohnen nur Gebäude reparieren oder so. Ja, wahrscheinlich. Ich nehme jetzt mal. Ich steck meine Drohne Uran ernten. Hier hinten. Warte mal. War doch hier irgendwo. Also, nee, das brauche ich nicht. Egal. Soll die Drohne da bleiben? Also wurscht. So. So. Gucken wir mal. Wenn ich so gerade auf die Uhr kann ich den Bau abbrechen? Bau? Auf C. Nö. Die Frage ist, warum also bist abbrechen? Du gerade mitten im Bau. Was willst du bauen? Eine Kiste wollte ich herstellen. Ja und? Wo ist jetzt das Problem? Nimm dein Multitool. Warte mal kurz. So, jetzt reicht's mir aber. So, wie kann ich das jetzt so brechen? Das ist... Kannst du weggehen? Ah, na super. Jetzt steht die Mitten da. Nimm dein Multitool in der Hand. Ja. Und geh. Zeig auf die Kiste und destroy. So, na warte kurz. Ich muss jetzt erst ein Material angeben. Gibt's ein Material? Hast du ein Material drin, oder? Nein. In meinem Inventar, weil ich so schwer bin. Achso. Möchtest du aber nicht zerstören. Ja, du sagst, das ist falsch, also. Customize. Also reparier deinen Scheiß. Ich gucke aber gerade auf eine Uhr und ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge. Sind wir schon am Ende einer Folge? Ja, würde ich sagen. 23 Minuten. Ja. Das ist schon nicht dann, wenig. Ja, dann und da baut schon wer das Habitat, war klar. Ist doch nichts Schlechtes dran. Also, darf ich jetzt mal was sagen? Ja, sprech dich aus. Sprech dich aus, genau. Irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen vom Spiel verarscht. Warum das? Ja, denk doch mal nach, wir haben jetzt die ganze Zeit Sandsturm und jetzt am Aufnahmeende kommt die Sonne raus. Kommt die Sonne raus. Also irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen verarscht. Das ist doch immer so. Ganzes Wochenende regnet es und Montag scheint die Sonne. Ja. Ja genau, wenn du Regen haben willst, dann gibt's keinen Regen. Was denn? Das schreckt mich nicht. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.